Mein Name ist Nikolas Kruse und ich komme aus Hamburg. Mit Patenschaften habe ich schon ganz lange zu tun, so knapp 10, 15 Jahre. Ich habe eine Examensarbeit über Patenschaften geschrieben, da war Patenschaft noch gar nicht so ein großes Thema in Deutschland. Und aktuell bin ich Lehrer an einer Berufsschule und wir haben da zwei Patenschaftsprojekte bei uns in Klassen für geflüchtete Jugendliche, die da die Jugendlichen begleiten in Richtung Deutsch lernen, Mathe, Englisch, Nachhilfe geben und jetzt den Übergang in Ausbildung oder Beruf vorbereiten. Ja, für uns als Schule sind Patenschaftsprojekte eine ganz große Bereicherung des schulischen Alltages. Wir merken bei den Jugendlichen, die durch Paten begleitet werden, dass sie einfach ein Stück auch aufblühen, dass sie sich freuen, dass jemand Zeit mit ihnen verbringt. Und wenn wir speziell jetzt auf den Unterricht zum Beispiel gucken, dass es da auch ganz schnell ganz tolle Lernfortschritte gab. Wenn man so allgemein drauf guckt, ist, glaube ich, Schule ein ganz guter Ort einfach für Patenschaften, um mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, weil die Jugendlichen da einfach viel Zeit verbringen und man die da einfach auf einem Haufen hat und sie schnell ansprechen kann. Die Schule ist auf jeden Fall eine gewisse Herausforderung, um in Schule anzukommen. Da die erste Frage ist, wie schaffe ich eigentlich den Erstkontakt in Schule? Wen spreche ich da an? Gehe ich über die Schulleitung rein oder gibt es da einen Kontakt über eine Lehrkraft, wo es vielleicht auch schon deutlich ist, dass es da auch eine gewisse Sympathie füreinander gibt? Wenn ich so auf die verschiedenen Projekte gucke, die ich in den letzten Jahren auch ein Stück begleitet habe, geht es einfach darum, dass man sicherlich erstmal dass man merkt, man tickt auf einer Wellenlänge, um da dann den Einstieg zu finden. Und dann ist es, glaube ich, aber auch wichtig, eine gewisse Struktur in Schule und in der Zusammenarbeit zu schaffen, dass die Schule feste Ansprechpartner benennt und das Projekt feste Ansprechpartner benennt. Wir haben uns darauf auch verständigt mit den Projekten, dass wir uns zu bestimmten Zeiten innerhalb des Halbjahres treffen und uns austauschen, mit den Paten ins Gespräch kommen und gucken, was sind Fragen, die sie zum Beispiel beschäftigen. Und ein ganz großes Thema ist auch die inhaltliche Begleitung, Qualifizierung, wenn es jetzt speziell darum geht, um Deutsch als Zweitsprache zum Beispiel zu lernen oder zu begleiten, wo bekomme ich da wo kann ich da meine Fragen loswerden als Pate. Also ich bin ein ganz großer Verfechter von Austausch unter den Patenprojekten, weil ich glaube, dass nicht jedes Projekt die gleichen Fehler machen muss und man über Austausch und Vernetzung genau diese Dinge offen ansprechen kann. Die Zusammenarbeit mit der Schule, die Fragestellung, den Erstkontakt, die Begleitung von den Ehrenamtlichen, das sind ähnliche Fragestellungen und darüber haben wir auch gemerkt, in Hamburg ist es gut, sich auszutauschen. In Hamburg hat sich auch der Mentoring gegründet, dann, um diesen Austausch auch unter den Patenprojekten zu ermöglichen.